Und dann, wenn die fertig sind, Papier und ein Etikett zukleben. Ja? Also vorher Papier holen. Komm her, ich kämpfe mit dem Scanner. So, dann machen wir mal. 9x13. Ja. Position beibehalten. Das ist ja wieder klar. Ja. Das ist ja schon ein Moment, oder? Hier ist schon abgeschnitten. Der Rest zu deinen 6 Schräfen. Hast du den schon durchgekriegt? Nee, das ist nicht meiner. Der war so und so. Oh, der kann immer mit umdenken. Jetzt zeigen wir mal hier die Projektleiterin. Die Projektleiterin ist nicht gecampt, ist heute nicht. Projektleiterin sieht halt wunderschön aus. Udo Bayer, glaube Frenkel. Peter Frenkel. Den müssen wir. Der, den holen wir uns auch noch zum Interview. Ganz wichtig, der ist wieder ein Podcast. Eben Lineal auch. So, alle herhören. Bernd Jäger. Frau Bogemann hier drin. Ich schließe nämlich zu, ich falte mit diesen Kindern in der Zwischenzeit an Babelsberg. Ich bleib drin und wir machen dann noch 20 Minuten weiter, ne? In einer halben Stunde, ja? Machen Sie das Internet an. Ich hasse diese Arbeit. Tobias hasst diese Arbeit, sagt Herr Weber. Tobias hasst diese Arbeit. Ich gehe nur noch mal schnell hoch und dann so. Wie man an dem Bild sehen kann, es ist nicht sehr kontrastreich, aber mit Hilfe der Software kriegen wir das schon hin. Alles schon voll klatschen, aber brauchen wir nicht damit die kleinen bunten Bilder aufmachen, oder? Woran arbeitet ihr jetzt? An einem Plakat für die, wo die ganzen Medaillengewinner drauf sind, die mal in unserer Schule waren. Soll das dann verteilt werden, so als kleine Auszeichnung? Oder ist das ja, das kriegen die jeweiligen Leute dann in der Hand. Sag mal deine Fotos, wo kann man die noch mit hinpacken? Zur Politik? Ich schätze mal eher Politik, ja. Und pack die mal gleich darüber? Ja. Wenn ich Storys losgelassen hätte, wo habt ihr das her von Herrn Sames? In einer derart finsteren Art wurde ich hier von Schülern beschuldigt, ein Unmensch du zu sein. Du weißt doch, wie Schulkinder sind. Warte. Ich hatte ein Bild vom Neuen Garten. Ja. Als du noch ein junger, rüstiger Mensch warst. Da bin ich jetzt noch, im Gegensatz zu dir. Und was das war, Weber, war der da auch schon so streng? Ja, sag ich. Aber wir haben dolle Dinger gemacht in der Freizeit. Richtig kernig waren wir noch. Ja. Und was haben sie dir noch erzählt? Ja, also wirklich, falls unser Zug war nach Brandenburg. Ja, so war es. Wisst ihr, was da mal los war? Ich habe ja auch keine Einzelheiten. Also wir machen heute ein kleines Interview mit dem Herr Räuber. Guten Tag, Herr Räuber. Guten Tag. Ja, und als erstes möchten wir wissen, von wann bis wann denn Ihre Schul- oder Lehrzeit war? Ja, ich bin 1959 an die Sportschule nach Brandenburg gekommen und habe dann 1977 den Umzug nach Potsdam mitgemacht und dann hier noch bis 1997 gearbeitet. Sie waren Mitglied der Schulleitung oder auch Organisation. Können Sie uns sagen, von wann bis wann? Ja, im Jahr 1975 war schon ein Teil der Schüler hier in Potsdam und ich wurde beauftragt, den Schulteil, so nannten wir das, hier in Potsdam zu leiten. Und als dann die gesamte Schule 1977 nach Potsdam zog, habe ich dann die Organisation und Planung an der Schule verantwortlich geleitet. Welche wichtigsten Veränderungen gab es denn in der Schulleitung? Von damals? Naja, ich bin ja nun, wie gesagt, seit 1977 eigentlich erst ordentliches Mitglied der Schulleitung gewesen. Und da haben sich so gravierende Veränderungen dann nicht mehr vollzogen. Einige Jahre später wurden dann Schulteile gebildet, Leichtathletik, Fechten, Schwimmen, Turnen, Kanu, Rudern, mit allen verantwortlichen Stellvertretern. Aber meine Funktion als stellvertretender
Direktor für Organisation und Planung war davon eigentlich nicht betroffen. Die ist in den ganzen Jahren eigentlich im Prinzip gleich geblieben. Also für die Schüler hat sich ja echt enorm was verändert bis heute, so lehrplanmäßig oder in den Anforderungen jetzt bis zum Abitur hin. Könnt ihr da was? Ja, die Veränderungen, die sind ja im Wesentlichen ja mit durch meine Hand gegangen, weil ich für Organisation erstmal dafür sorgen musste, dass das irgendwie funktioniert. Ich muss da vielleicht Folgendes sagen, die Lehrpläne haben sich nicht geändert. Wir hatten ja die staatlichen Lehrpläne der DDR auch hier an der Schule zu bearbeiten und zu erfüllen. Und auch die Prüfungen, die waren ja zentral in der gesamten DDR die gleichen. Da gab es eigentlich keine Unterschiede. Ich freue mich eigentlich jedes Jahr, wenn ich hier zum Weihnachtssingen eingeladen werde. Und das ist eigentlich zumindest der äußere Anlass, um viele wiederzusehen. Und wir freuen uns eigentlich alle. Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und ich freue mich auch für diese Einladung hier und für andere Gespräche, die ich hier im Hause führe. Ich komme also gern wieder hierher und empfinde eigentlich auch, dass ich hier auch gern gesehen bin. Als ich an die Schule kam, war es eigentlich eine Schule, die Schüler zusammenfasste mit besonderem Interesse für den Sport. Und welche Sportart sie betrieben haben, war eigentlich nicht vordergründig. Wobei natürlich einige Sportarten wie Leichtathletik oder Turnen und Schwimmen in besonderen Umfang geführt wurden. Aber ich habe vorhin mit anderen Schülern mich ja unterhalten. Ich habe in den ersten Jahren an der Schule ja auch mit meinen Schülern auch Judo gemacht, weil ich selber aktiver Judosportler war. Bis mir das dann eines Tages, als die Zuordnung zu den Clubs einsetzte und nur ganz spezielle Sportarten noch gefördert werden durften oder sollten, wurde mir dann natürlich gesagt, es ist besser, ich höre mit dem Judo auf. Wir haben auch in etliche Zeit modernen Fünfkampf gehabt, das dann wieder eingestellt wurde. Das, was geblieben ist, sind nachher nur die Fechter. Also das ist das, was ich mich jetzt so auf Anhieb erinnere. Das war unsere Abkürzung für intensiv. Denn teilweise war es so, dass wir versucht haben, eigentlich auch im Interesse der Schüler. Wir haben ja damals im Abiturkurs 3 Jahre gemacht und mit den Schülern, wenn dann schon in der 11. die klar war, dass eine sportliche Entwicklung nicht zu Ende geführt werden konnte, haben wir versucht, dann sogar in 2 Jahren wie an den anderen Schulen auch zum Abitur zu bringen und haben das auch mehrere Jahre praktiziert. Die nannten wir dann 12i und da wurde dann also im Grunde genommen, was versäumt war, nachgeholt und in sehr intensiver, mit einer hohen Stundenzahl. Das war also eine sehr harte Sache, aber alle Beteiligten waren eigentlich froh darüber, dann doch ein Jahr eher mit der Schule fertig zu sein, weil es ja sonst während der nachfolgenden Maßnahmen, Studium oder was auch jeder gemacht hat, ein Jahr Gewinn war wieder. Also wir freuen uns natürlich, dass Sie beide kommen konnten und wir haben uns das so gedacht, dass wir uns erstmal den Film anschauen aus Ihrer Jugend und dass Sie da ganz kräftig kommentieren, weil auch für die Schüler das alles ganz, ganz weit weg ist und wir natürlich gerade über die ersten Jahre sehr viel wissen wollen, weil ich glaube, dass es besonders interessant ist, diese ganze Entstehungszeit, die Motivation in dieser Zeit in Brandenburg und wir haben also auch schon ein paar Bilder gesehen, die sich doch sehr von dem unterscheiden, was wir hier erleben. Und vielleicht machen wir es so, wie Herr Weber schon sagte, dass Sie also erstmal diese Bilder kommentieren, dass die Schüler vielleicht auch dazu fragen können und dass wir dann hinterher in so einer kleinen Runde noch ein paar Fragen stellen können, die wir dann gerne auch aufnehmen würden für das, was wir für die Festveranstaltung am 50. Jahrestag verwenden können. Okay, Kamera auf. Ich bin aus dem besten Gebiet DDR-Technik. Ja, das ist ein Blick ins Internat. Die obere Etage war noch Internat. Ja, da gucken wir, da stehen die ersten auf. Sie gucken auf einen Schlackeplatz, der von den Werfern als Werferplatz genutzt wurde. Und da kam es schon mal vor, dass ein Schlagball in die Fensterscheibe beispielsweise des Chemieraums flog
und den Unterricht bereichert hat. Ja, gut, die Sichter sind mir auch noch erinnerlich, aber die Namen Peter Habich, die sind mir inzwischen. Könnte das nicht gewesen sein? Ein großer Waschraum existierte für die Jungen, einer für die Mädchen. Und es gab eine Zeit, wo das Wasser nur für alle angemacht werden konnte. Das war natürlich schön. Und Tausende von Litern verflossen, damit sich einer die Zähne putzen konnte. Ja, das waren so kleine Übel der KJS. Ja, zum Frühstücken. Das ist unten der Speiseraum. Ja, im Speiseraum. In der Kelleretage war ein Speiseraum eingerichtet. Und ja, aus Plastikbechern. Rot und blau und grün waren. Jawohl. Du bist eine Schülerin, die ich aus Wusterhausen, nein, aus Premnitz kam, die Rathenow. Eine Sprinterin. Vorm Unterricht schnell nochmal der Blick ins. Ja, war das Herr Jaschenhauer? Blick aus dem Fenster. Ach, jetzt kommen die Stadtschüler. Das war der Eingang von, da hielt auf der anderen Seite ein Bus. Weil die meisten kommen ja mit dem Fahrrad. Die also in der Stadt wohnten, die kommen dann so kurz vor Unterrichtsbeginn. Und wenn sie zu spät kamen, war immer die Schranke runter. Da mussten sie nämlich alle über eine Schranke. Und ob die runter war oder nicht, es war immer eine Ausrede parat. Ja, und hier das stand Lügner, sehe ich da der Fuhrpark von den Lehrern. Aha, nur am Trotz. Ja. Mit Ofenheizung, man bemerke diesen Kachelofen und wer da reinkommt, ist Herr Räuber. Ja. Ganzen Kopf voll Haare, einer kommt zu spät, die Schranken waren runter. Offensichtlich werden da erstmal die Hausaufgaben kontrolliert, ob vorhanden. Und dann wird nochmal jemand überprüft. Also ich muss euch sagen, der Hans Werner lebt schon gar nicht mehr. Der ist im letzten Jahr gestorben. Hans Werner Tausch. Ja, war auch ein lieber, netter, sehr anhänglicher Schüler. Später war sein Sohn hier an der Sportschule und er war auch lange Zeit in der Elternvertretung. Naja. Hat also die Treue zur KJS erhalten. Und da konnte er so gut Integralrechnung vollführen, aber im Matheabitur ist er durchgefallen. Aha, Frau Vollwart, die Chemielehrerin. Vollwart Chemieunterricht. Ja. Das war Helma Pieper, eine sehr gute Sprinterin. Bitte gefährlich. Naja, da wurde natürlich auch demonstriert, ja. Wie die Chemie halt ist, ne? Ja. Sehr schön, sehr schön. Wenn das Frau Heidler gewesen wäre, ja, dann hätte es gleich geknallt. Ja. Ach, jetzt ist schon Mittagspause. Der Kleine, das war Butz, das war ein Turner, ja? Ja, wir hatten eine eigene Küche, mit sehr engagierten Küchenfrauen, die besonders die Wünsche der Spitzensportler, der Hungrigen, nachträglich also, erfüllt haben. Es schmeckte immer wie zu Hause gekocht. Die kamen alle aus Neuendorf. Das war richtige Hausmannskost. Ich habe da auch sehr gerne gegessen. Ach, jetzt ist Hausaufgabenstunde bei Harry Syrik. Der macht da die Aufsicht. Das ist Sire Jeneke, Leichtathletin aus der 8. Klasse. Schon zum zweiten Mal, der Name ist mir nicht mehr. Ja, ja. Haus,
Hausaufgabenstunde im großen Arbeitsraum. Ah ja, aber wie du siehst, geht das auch ganz flott. Weil die müssen ja auch noch zum Training. Also als der Film gemacht wurde, war es glaube ich noch so, dass vormittags Schule und nachmittags dann Training war. Da war also diese Unterteilung, die wir dann später eingeführt haben, noch nicht. Ja, und das war der damals übliche Sportbeutel. Absolut in. Ich weiß bloß nicht, ob von Adidas oder von Nike. Aber freut mich, dass der Film doch noch da ist. Eine Zeit lang hieß es mal, der existiert gar nicht mehr. Ja. Da geht es offensichtlich zum Training. Ja. Bei den Turnern, ja. Das ist der jetzige Dr. Rainer Schnurr. Schnurr. Und das ist Dreierkott als Trainer, Arthur Dreierkott, ja. Hast du mal eine Schärfe Redner bleiben? Ach, das sehen wir schon gut. Die Turnhalle war in der Stadt, in der Nähe des Schwimmbades. Na, wurde auch im Keller wurde auch geturnt. Ja, aber dieses hier ist ja das in der sein. SV-Halle. Rainer Butz, ein späterer Spitzenturner. Ach, und die Mädchen waren auch noch mit dabei. Ja. Ach, Gerd Dietrich. Gerd Dietrich, ja. Olympiateilnehmer. Medaillengewinner. Naja, den wird er dann noch erwischen. Ja. War das nicht von unserer Schule der erste Olympiateilnehmer, nicht? Ja, ja, das war der allererste. Ja, allererste. Die Bronzemedaille. Ja, ja. Ja, stimmt, das ist eine große Halle. Das ist. Und die hinten war es auch nicht, ne? Unsere, alle auf dem Gelände. Oder fast sagen, die war das. Ach, ne. Das ist Frau Pasold, wenn ich mich nicht irre, ja? Ja. Dann reden wir noch mit der Halle. Ja. Ach so, war für die Turner extra eingerichtet. Das, die Geräte das, blieben stehen. Auch das ist denkbar. Das für die Filmaufnahmen, die natürlich dann mit den maximalen Möglichkeiten gearbeitet haben. Ja, ja. Ja, stimmt, die Tür da unten. Ja, genau, das ist schon die Askale hier. Genau. Ja, 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 ja. Gut, jetzt, ich sehe es, ja. Manfred Ritter, ne? Das ist Manfred, ja. Das ist Manfred Ritter. Er hat ja nun anfangs die Mädchen trainiert. Das war Höja Schulthauer, das war eine seiner besten Turnerinnen. Oder nicht, nee, das war sie nicht, das ist sie nicht, nee. Das könnte so sein. Ja, ja. Ja, das ist Gisela Müller. Ja, Gisela Müller, ja. Lebt auch nicht mehr. War mit Jörg Wierig verheiratet. Ja, stimmt. Im letzten Jahr gestorben.
Mädchenturnen war sicher attraktiv, auch für die Kameraleute. Mhm. Wann war der Film ungefähr? Das war dein erstes Jahr wahrscheinlich. Wann war das? Ja, müssten 60 also gewesen. 59, wahrscheinlich 60 haben sie das. Da war mein Vertreter noch Turmtrainer. Ja, ja, der ist ja schon sehr bald. Später hat er ja Fernstudium und Bio gemacht und wurde da nur noch Bio-Lehrer. Ah, das Training vorbei. Das ist Lutz Kringmuth. Das Ding muss ich jetzt ja. Am Oberstufenzentrum in Brandenburg als Sportlehrer, ja. Ach, das ist beim Onkel Doktor. Ja. In der KJS war ein Arztzimmer. Der musste lachen. Aber jetzt hat er sich erstmal ins Bett gelegt. Eine Schwester war ganztägig angestellt, betreute die Kranken. Und unsere Schüler wurden alle vom Sportarzt untersucht auf Sporttauglichkeit. Und da oben auf dem Parterre-Feld hat mir mal der Wolf rausgesprungen, wo es hospitieren war. Ja, das ist jetzt offensichtlich der Freizeitteil. Ja. Ja, gleich hinterm Haus. Das war die Inge Müller, ja. Die lebt auch nicht mehr. Die war auch in der Klasse. Und da hatten damals, naja, Kanuten und Ruder in dem Sinne gab es naja nicht. Da war ein, zwei Paddelboote hatten wir. Und da konnte man dann auf der Havel, die ja offensichtlich gerade ein bisschen Hochwasser führt, auch gepaddelt werden. Das ist Paul Rothenburg, der unterrichtete Russisch und Deutsch. Oder Deutsch und Russisch. Und da machte der... Darstellendes Spiel. Ja, genau, ja, eine Theatergruppe nannte sich der damals. Ein kleiner Turner, der dann Steuermann wurde. Ja, 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 ja. Da wurde heute ein Theaterstück einstudiert. August Reising, der Hammerwerfer. Ich glaube, der kleine Muck oder irgend sowas war das, oder? Bestechung. Ja, Beziehungen wurden geknüpft. Ja. Ja. Da oben war in der Etage auch so ein großer Clubraum. Da stand ein Flügel und da konnte dann Disco gemacht werden. Jawohl, aber die ging nur, wenn jemand mit Gitarre oder Klavier. Nach selbstgemachter Musik. Und das ist an der Ecke hier. Neuendorfer Straße, wo jetzt hoch geht zur Luckenbeier Brücke. Und die Ecke, die kann ich auch mit Da wurde also irgendwas in der Micha Posega rechts. Später Mathematikprofessor geworden. Micha Posega, der war ein ganz toller Mathematiker. Talentierter Sprinter. Der hat in der 10. Klasse in der Pause Differentialgleichungen studiert. Ja. Ich habe ihn erlebt. Da haben wir übernachtet in Bad Blankenburg in der Turnhalle auf Liegen und früh um 3:30, es wurde gerade hell, kraxelt irgendwas rum. Ich denke, was ist denn da los? Da beugte sich Michael Posecker aus dem Bett, malte auf dem Parkett mit Kreide mathematische Formeln. Ich sage, Michael, was machst du denn da? Ja, mir ist gerade ein Lösungsweg eingefallen, das muss ich erstmal durchgehen.
Also völlig verrückt. Aber er war ein ausgezeichneter Sprinter, ja, war ein und hat mir später Sprinter gesagt, wenn er den Sport nicht gehabt hätte, neben seiner mathematischen Betätigung, wäre er wahrscheinlich ein Mathematik-Idiot geworden. Ja, dann wird eine Runde Schach gespielt oder gelesen, so kurz vorm. Ah, wird schon Nachtruhe angesagt? Ja, tatsächlich. Harte Bräuche. Ja, das war offensichtlich ein Schultag, ein normaler. Ja, und jetzt kommt zum Sportfest. Ne? Ja. Doppeltempel müsste das sein, von hinten gesehen. Ja, ah, ja. Ja, sehe ich noch. Den jungen Tempel. Ja, das dürfte ich sogar sein. Nein, ich mach's besser. Ach, das ist doch hier auf dem Stadion, ja, ein Zehmannstadion, ja. Ah ja. Ja, das ist der Wolter. Das ist nicht wieder Inge Müller, die auch leider viel zu früh gestorben ist. Ja. Das ist die Annette Alisch. Und der Blonde warst du? Der Blonde war ich. Ja. Jung und hübsch. Jawohl. Das war Stelter, nicht? Hieß der? Jörg Stelter. Jörg Stelter, ja. Ist jetzt in Potsdam als Lehrer tätig. Durchlauf auf dem Rasen. Könnte Jakob gewesen sein. Erika Tautenhahn, eine der besten Sportler der Schule in den Anfangsjahren, war als Schülerin der 7. Klasse DDR-Rekordhalterin im Kugelstoßen mit 12 Meter und war DDR-Meisterin im Mehrkampf, im Fünfkampf. Brigitte Albrecht aus Vorde. Auch eine Schülerin von mir. Das war Erika. Das ist Helma Pieper, spätere Sprinterin. Was das für ein Wettkampf war? Kann ich nicht mehr sagen. Offensichtlich ein Mehrkampf, denn sie sind im Sprint, ich nehme an, waren Bezirksmeisterschaften. Da ist übrigens das alte Rathaus noch als Ruine zu sehen im Hintergrund eben. Ne? War das noch gar nicht wieder hergestellt. Ingrid Wurmitzer, eine der guten Speerwerferinnen, warf damals als W-Jugendliche 35 Meter. Und ich bin doch Gallas gewesen. Hochsprung noch auf Sand, da gab es noch keinen Schaumgummi. Das ist Jörg Mierig. Das ist Jörg Mierig. Ja. Ja. Er arbeitet heute in der Stadtverwaltung in Hamburg. Er macht über den Wahlleiter. Man sieht noch die Asche aufstauben, ja, so weich war die Bahn. Ja, ohne Publikum. Ja, doch Publikum. Ja. Ja, es müssen irgendwelche Meisterschaften gewesen, oder den Windmesser wurde bei einfachen Sportfesten mit aufgestellt. Also offensichtlich läuft die Sportschulmannschaft hinterher. Und gleich gestoppt und rückwärts laufen lassen. Okay. So, also den wieder. Ja. Sehr schön. Ich freue mich, dass der noch existiert. Ja, der hat mich da irgendwo in seinem Lager und dann haben wir Kugel, dann war der Film, da habe ich dann.